Hi Leute, ich drehe euch heute zum ersten Mal ein Tutorial bzw. ein Do-it-yourself-Video und zwar zum Thema Stiefel verlängern. Ich hoffe, es gefällt euch. Was ihr dafür braucht: einmal das ausgesuchte Lederimitat natürlich, einen Stift, eine Schere, Klettband einmal zum Nähen, 1 Meter lang, dann 1 Meter lang Flauschklettband zum Kleben und 2 Blätter, außerdem Tesafilm und eine Nähmaschine, um später das Klettband festnähen zu können. So, zuerst fangen wir damit an, die beiden Blätter aneinander zu kleben. Man legt sie so zusammen, um nachher die Stiefel abpauschen zu können. So, nun geht es weiter mit den Stiefeln. Nun nimmt ihr den Stiefel und legt ihn so auf das Papier. Drückt ihn schön platt und pauscht die Maße mit dem Stift ab. Das sieht dann so aus. Nun müsst ihr gucken, wie lang ihr euren Stiefel verlängern wollt. Dafür macht ihr euch hier eine Strichelinie längs und verfolgt dann den kompletten Stiefel mit einer gestrichelten Linie, an der ihr nachher die Vorlage ausschneidet. Das sieht dann so aus. Außerdem zeichnet ihr ein, inwieweit das Leder in den Stiefel gehen muss. Das ist circa so weit. Hier wird dann später der Klett aufgeklebt und ebenfalls im Stiefel an der Stelle der Klett befestigt. Diese Vorlage könnt ihr nun ausschneiden. Das sieht dann so aus. Außerdem habe ich hier noch 1 Zentimeter mehr rangemalt, um ein Stück Spielraum zu haben, falls das nachher nicht ganz passt. Diese Vorlage wird dann auf das Lederimitat übertragen. Einmal wird es so rum aufgelegt für die eine Seite und so rum für den anderen Stiefel. Diese Vorlage übertragt ihr nun wieder mit Hilfe des Stiftes auf das Lederimitat und schneidet es aus. Wenn ihr damit fertig seid, sieht das Ganze so aus. Das ist nun das Stück, was später in den Stiefel eingesetzt wird. Wenn ihr beide Lederimitatstücke ausgeschnitten habt, geht es an die Nähmaschine. Und zwar wird das Klettband zum Nähen auf die Lederseite genäht. Das habe ich hier schon gemacht. Sieht dann so aus. Weiter geht es nun mit dem Stiefel. Und zwar wird nun in den Stiefel das Klettband zum Kleben eingeklebt. Am besten macht ihr das, indem ihr das Klettband schon auf den Lederimitat selbst aufklettet und es dann in den Stiefel einklebt und gucken könnt, auf welcher Höhe ihr es braucht. Ich habe das Klettband nun schon eingeklebt und kann nun die Lederimitate einsetzen. So, wenn ich den Stiefel nun zumache, bin ich schon fertig. Von innen sieht das Ganze dann so aus. Ich habe es nun auch schon beim Reiten zweimal getragen und das stört überhaupt nicht.